Motorsportspektakel samt Klimaprotesten, das 80. Norrisring Speed Weekend. Der Club ist aus dem Trainingslager zurück. Die Spielvereinigung weilt noch in Österreich. Außerdem die Stadion-Machbarkeitsstudie, Luftschloss oder doch irgendwie finanzierbar und die Fußballprofis von morgen. Wir werfen einen Blick ins NLZ vom 1. FC Nürnberg. Das alles jetzt in der Toto-Sportkabine. Und ich freue mich auf meinen Studiogast Andreas Wolf vom 1. FC Nürnberg, Pokalheld, Kapitän, ehemaliger Fußballprofi, jetzt U23-Trainer. Also Andi, servus, dass du da bist und schön, dass du da bist. Wie war es am Wochenende? Irgendwie hitzefrei gehabt oder hast du das Programm als Trainer knallhart durchgezogen? Nee, wir haben das Programm schon knallhart durchgezogen. Wir hatten ein Spiel am Samstag und gestern nochmal ein Training. Ja, die Jungs mussten schwitzen, also leider kein hitzefrei. Da muss man da in den Trainingsinhalten ein bisschen aufpassen, mehr Trinkpausen zum Beispiel machen? Weil gestern war es ja schon, glaube ich, mit fast 38 Grad richtig, richtig heiß. Ja gut, die Jungs kriegen genug Trinkpausen. Übertreiben braucht man es ja auch nicht. Das ist Leistungssport, also die müssen da auch ein bisschen sich dran gewöhnen. Und sind auch gut trainiert, dass sie die Belastung abhaben können. Am Wochenende war auch viel los, Norrisring, ich habe es erwähnt. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast vorbeigeschaut. Wie war es für dich? Ich habe vorbeigeschaut mit meinem Sohn. Wir sind zum Rennen hingegangen. Es war brutal heiß. Brutal heiß. Also wir haben es geschafft, den Start anzuschauen, noch vielleicht 6, 7 Runden. Und dann sind wir einfach, wir sind einfach weggegangen, weil das war unmöglich, noch weiter dazu sitzen. Also wir haben ein paar Bilder vorbereitet, Abbruch, Eis essen und dann vielleicht ins Freibad. Es waren aber über 100.000 Motorsportfans rund um den Dutzenteich. Es gab auch Klimaproteste gestern, die nicht ganz friedlich verlaufen sind. Aber man kann auch sagen, die Highlights waren das DTM-Rennen und der Sieger am Sonntag gestern bei der Hitzeschlacht Breining. Es waren wie immer viele Zuschauer, Spektakel und natürlich spannende Rennen. Hier sieht man die Klimaproteste und am Ende dann auch erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie. Es gab keine großartigen Unfälle. Also da hat alles soweit gepasst. Das sieht man in Nürnberg, Andi, da ist einiges los. Wie wichtig hältst du das, dass so solche Events auch in Nürnberg sind? Na, finde ich schon wichtig. Allein für die Region, auch für die Fans. Es findet viel Anklang und ich finde es schon gut, dass sowas stattfindet. Wir haben natürlich bei den Rennfahrern und den Fans und den Promis gefragt, wie es ihnen gefallen hat. Und das hören wir uns mal. Bin ich einfach happy, das nach Hause zu fahren können. Du hast keine Referenz von den Leuten um dich. Du siehst nur in einem Rückspiegel die ganze Zeit, dass die Leute entweder ein bisschen weiter nach hinten geht oder weiter nach vorne. Und da darf man halt keine Fehler machen. Du weißt, dass wenn einer Fehler passiert, dann ist es natürlich in der Mauer. Und das darf nicht passieren. Anfangs schwierig, wieder schwer getan, so vom Start weg. Aber dann konnten wir richtig gut durchziehen. Boxenstopp war Weltklasse, wir waren die Schnellsten an der Box und konnten auch dadurch dann das Rennen gewinnen. Die Begeisterung ist schon groß, ne? Also das hätte ich jetzt, ich hab's, wenn man es so am Fernsehen mal sieht oder so beobachtet, ist immer was anderes. Da musst du schon mal live dabei sein, das ist schon toll hier. Also, und so ein Stadtring ist nochmal was ganz Besonderes. Naja, das ist phänomenal. Also ich fühle mich hier richtig heimisch und vor allen Dingen haben so viele auch junge Leute, die ihn von damals noch kennen, die mir heute Morgen schon angesprochen haben, sogar beim Parkplatz draußen überall und das ist einfach was Schönes. Ja, noch mehr zum Norrisring und zum Speed Weekend sehen Sie dann später in einer Sondersendung. Der Kollege Florian Fraunholz war am Wochenende unterwegs und hat alles Wichtige zusammengefasst. Wir wollen jetzt über die U23 beim 1. FC Nürnberg reden. Andi, du hast jetzt noch nicht so lange. Musstest du lang überlegen, wie du gefragt wurdest oder war es für dich ganz klar, das Angebot muss ich annehmen? Naja, lange überlegen musste ich nicht. Klar habe ich mir meine Gedanken gemacht, aber für mich war es eigentlich von Anfang an klar, dass es der nächste Schritt ist für mich und einfach für meine Persönlichkeit und einfach fürs Weiterkommen der richtige Schritt ist. Du hast ja die U19 vorher trainiert. Ja. Hast du dich noch mal speziell vorbereiten können oder ging es einfach hoppla die hopp, Andi Wolf, bitte übernehmen Sie? Naja, so richtig vorbereiten war jetzt nicht so einfach, da es auch lange mit der ersten Mannschaft nicht klar war. Aber danach war es relativ safe, dass ich die Mannschaft übernehme. Die ganzen Planungen haben die anderen gemacht, also da in die Planungen war ich jetzt nicht so sehr involviert. Aber es steht alles, es funktioniert ab dem ersten Tag ganz gut und jetzt müssen wir schauen, dass wir
die Jungs so schnell wie möglich an den Herrenfußball ranführen und ja, ab dem ersten Spieltag dann da sein. Ich habe ein lustiges Zitat über dich gelesen. Das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Als Spieler wollte ich kein Trainer werden. Und jetzt sitzt auf einmal der Trainer Andy Wolf vor mir. Wie kam es dazu? Ja, das war vielleicht lange meine Haltung. Weiß ich nicht, wie es dazu kam. Ja, es haben einige auf mich darauf eingeredet, dass ich es versuchen soll. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, die U19 zu machen. Und es lief jetzt die letzten zwei Jahre, muss ich sagen, sehr gut. Ja, für mich. Und ich bin auch realistisch, dass es nicht immer so sein wird. Aber du kennst das Geschäft ja sehr gut und in- und auswendig. Ja, aber da muss ich meine Erfahrungen auch machen. Ja, und dementsprechend freue ich mich jetzt auch auf die U23. Du hast gesagt, die Jungs an den Fußball heranführen. Wie viel Spaß macht dir das, mit jungen Talenten zu arbeiten und sie dann wirklich an die Profis heranzuführen? Man merkt ja gerade in Nürnberg, da tut sich ja auch was und die Durchlässigkeit, so habe ich das Gefühl, wird wieder ein bisschen höher. Es macht sehr viel Spaß, vor allem wenn man sieht, dass eigene Jungs dann im Profikader sind oder auch mit Nene Braun, die sein Profidebüt macht, macht es einen sehr stolz und ich habe mich riesig für ihn gefreut und das macht, deswegen, dafür arbeiten wir, ja, dass die Jungs den Schritt auch schaffen. Wir können denen nur helfen und alles andere müssen sie, also durch die Tür müssen sie dann letztendlich selber gehen. Ja, und der Prozentsatz ist dann wirklich nur schafft, der ist sehr, sehr gering. Wie muss ich mir die Zusammenarbeit vorstellen? Also man hat Dieter Hecking, Olaf Reppe, Michael Wiesinger, Leiter NLZ, Andy Wolf, Christian Fjell, man kennt sich alle. Ist das ein großer Vorteil, dass man nicht so viel Anpassungsprobleme vielleicht hat? Natürlich ist es ein ganz großer Vorteil mit dem Christian Fjell. Wir kennen uns ja jetzt schon seit den, weiß nicht, der Christian ist letztes Jahr, zwei Jahre, seitdem ich U19 Trainer bin. Wir haben uns immer sehr gut ausgetauscht, von der U19 nach oben zu U23. Und letztendlich hat sich für mich oder für uns nichts geändert. Jetzt ist es halt nur eine Stufe weiter oben. Dann ist ja für dich die nächste Stufe eigentlich auch klar. Also wenn man U23 Trainer ist, wird man irgendwann mal Club-Chefcoach bei den Profis? Nee, also meine Aufgabe ist jetzt erstmal... Das ist eine gemeine Frage. Das ist eine gemeine Frage, aber für mich ist es, ich muss jetzt Erfahrung weiterhin sammeln und mich da einfach weiter fortbilden. Und was in ein paar Jahren ist, also ich dränge auf gar nichts. Ich will einfach die Arbeit gut machen, mich weiterentwickeln und was dann ist, werden wir sehen. Ich glaube, als Profifußballer hat man genug Druck in seinem Leben gehabt, dann ist vielleicht so eine Phase mal ganz wichtig. Die Profis waren jetzt im Trainingslager. Wie sehr vermisst du sowas oder sagst du, Gott sei Dank muss ich dann immer hinfahren? Nee, ich fand es immer schön, mal ins Trainingslager zu fahren und mal was anderes zu sehen, einfach raus aus dem Gewohnten. Gut, mit der U23 hat sich dieses Jahr leider nicht ergeben, aber ich denke, wenn ich nächstes Jahr mal die Planung machen oder mitgestalten darf, dann kriegen wir vielleicht ein paar Tage hin. Geht's ab ins Trainingslager? Ich denke, Mannschaftsabende, das war früher bestimmt auch sehr lustig, das kann man ja da wieder machen, aber das darf man wahrscheinlich gar nicht so alles erzählen. Was ein Thema bestimmt unter euch ist, unter auch den ehemaligen Profis, ihr seid ja noch gut vernetzt, wie wird der Club diese Saison abschneiden? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also nach der letzten Saison. In die Zukunft kann ich nicht schauen. Ich kann nur sagen, dass die Mannschaft sicherlich topfit sein wird. Und dann müssen wir einfach abwarten, wie die Saison startet. Es gehört immer ein guter Start dazu. Ja, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass da eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird. Da sind wir sehr gespannt. Start ist ja dann gegen Rostock. Wir schauen jetzt noch ins Trainingslager. Eine Woche waren die Clubprofis in Österreich vor Ort. Und hier kommt die Trainingslager-Zusammenfassung. Sieben Tage Club-Trainingslager sind vorbei. Sieben Tage lang wurde trainiert, geschwitzt und an den Schwachstellen gearbeitet. Trainer Christian Fjell zieht ein positives Fazit. Das, was wir uns vorgenommen hatten fürs Trainingslager, haben wir alles hinbekommen. Das war alles dabei. Ich bin zufrieden, weil wir alle, leider Tai jetzt heute verletzt, aber wir hatten alle bis zum Ende mit dabei. Alle haben alles mitgemacht, das ist schon mal wichtig. Und deshalb auf jeden Fall ein positives Fazit. Ich glaube, die Grundlage ist jetzt da, mehr aber auch nicht.
Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt auch noch 3 Wochen haben bis zum Saisonstart. Erstmal war ich froh, dass ich letztes Jahr eigentlich gar keine Probleme hatte mit meinem Schambein. Also ich konnte jedes Training durchziehen. Und jetzt wieder eine volle Vorbereitung mit der Mannschaft dabei zu sein, ist richtig geil. Wir haben super Bedingungen hier. Und es wurde auch getestet. 2 Spiele, ein Unentschieden und einen Sieg gab es für das Clubteam. Es läuft noch nicht alles rund in der Mannschaft. Der Trainer hat dafür Verständnis. Das Umschalten, wenn man gesehen hat, heute in der zweiten Halbzeit war es dann okay, wenn wir den Ball verlieren, dass wir sofort dagegen arbeiten können. Aber das ist zum jetzigen Stand der Vorbereitung einfach nicht möglich, weil jetzt sind sie müde. Aber da wird man jetzt langsam dann hinkommen, dass wir da spritziger werden, um dann am ersten Spieltag auch bereit zu sein. Ich glaube, Spiele macht eigentlich am meisten Spaß, also da freut sich eigentlich jeder Spieler drauf. Und wir versuchen natürlich auch, das umzusetzen, was der Coach von uns sehen möchte. Am besten das, was wir heute Morgen oder heute Vormittag trainiert haben, um uns da einfach weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist das Wichtigste jetzt bei den Testspielen, dass wir das umsetzen, was der Trainer sehen möchte. Jetzt wird erstmal regeneriert. Am Donnerstag wartet dann Arsenal London im Max-Morlock-Stadion. Ein Highlight für Trainer, Spieler und Fans. Erstmal freue ich mich jetzt auf zu Hause und ich glaube die Jungs auch auf diesen freien Tag morgen mal ein bisschen abschalten und dann, wenn man schon mal gegen so einen tollen Gegner spielen darf, ja, da muss die Vorfreude groß sein. Nach Arsenal ist dann vor dem letzten Testspiel gegen Saarbrücken. Danach heißt es volle Konzentration auf den Saisonstart. Am 30. Juli muss Nürnberg nach Rostock und dann erfolgen hoffentlich der Befreiungsschlag und Start in eine erfolgreichere Clubzukunft. Ja, ich möchte noch bei dem Testspiel gegen Arsenal bleiben, Andi, am Donnerstag. Das ist für die Spieler wahrscheinlich auch richtig, richtig toll, mal gegen solche Topstars dann auch zu spielen. Da weiß man dann, wo man steht vielleicht auch. Ja, gut, das ist natürlich ein Highlight jetzt in dieser Woche. Da wird sich jeder auf das Spiel freuen. Und natürlich, die Spieler werden heiß sein auf den Donnerstag. Also da sind wir mal gespannt. Wir reden jetzt gleich weiter dann über die Regionalliga Bayern, weil das sind auch spannende Spiele und Derbys vor allem zu erwarten. Wollen jetzt noch zur Spielvereinigung schauen. Die sind gerade aktuell im Trainingslager in Tirol. Wir waren bei der Abfahrt kurz davor noch mal im Training mit dabei. Und heute steht ein Neuzugang im Mittelpunkt. Fürth in der Vorbereitung. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Der Chef Alexander Zorniger ist mit seinem Team zufrieden. Dass die Dynamik extrem da ist, ja, auch dieser Wille. Wir haben schon ordentlich Gas gegeben bisher, aber die Jungs lassen sich bisher noch nicht knacken. Man merkt auch, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben, ja, die da auch willig ist, ja, die da auch nach wenig Ausreden sucht, warum es vielleicht jetzt doch besser wäre, mal ein bisschen Gang rauszunehmen. Das kommt unserer Philosophie sehr entgegen. Neu, Jermaine Komsbruch, der 21-Jährige, wechselt vom Absteiger Bielefeld nach Fürth. Er hat eine gewisse Dynamik im Spiel nach vorne, eine gute Übersicht, er traut sich was. Im Spiel gegen den Ball werden wir noch ein bisschen ansetzen. Meine persönlichen Ziele sind, einfach so viele Spiele wie möglich zu machen, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein und am Ende dann auch die Ziele mit der Truppe zu erreichen. Wir erwarten uns, dass wir einfach ein aggressiver Achter, der auch defensiv denkt, der aber auch Tore schießen kann, ja, der Dynamik hat, der extrem gute tiefe Läufe hat, der extrem gutes Gespür für Räume hat. Das erhoffen wir uns von ihm. Ruhigen, aber wenn es auf den Platz geht, halt schon auch einer, der sehr energisch ist und auch alles dann reinhaut und reinknallt und auch mal ein bisschen ekliger wird. Aktuell ist Fürth im Trainingslager in Tirol. Dort soll der Feinschliff erfolgen. Den Profis wird es nicht langweilig. Die Jungs haben es bisher ganz gut gemacht. Wir werden nur die eine oder andere Lücke auffüllen im Grundlagebereich, in der anaerobe Energiebereitstellung auch nochmal ein bisschen arbeiten. Schnelligkeit wird schon reinkommen, Standardsituationen wird ein Thema sein. Wir haben eine sehr junge, dynamische Mannschaft, passt glaube ich sehr gut zusammen. Ich glaube, ich bin 24, bin sogar einer der Ältesten hier schon, das hatte ich auch noch nie. Aber ja, wir haben eine gute Mannschaft. Ich denke, wenn wir uns so weiterentwickeln, kann man da schon viel erreichen. Am 24. Juli testet Fürth gegen das Spitzenteam Liverpool. Leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 6 Tage später ist dann der Zweitliga-Auftakt gegen Paderborn.
So, wir kümmern uns jetzt um die Regionalliga Bayern. Andi Wolf ist Trainer U23 beim 1. FC Nürnberg. Andi, wie sieht es mit der Zielsetzung aus? Ihr spielt eigentlich schon seit Jahren immer eine stabile, gute Rolle in der Regionalliga. Ich glaube, dieses Jahr wird es schon auch noch mal spannend werden mit den ganzen Vereinen. Wird spannend. Wir haben einen großen Umbruch in der Mannschaft. Wir haben viele junge Spieler. Und wie ich vorhin gesagt habe, ich muss schauen, dass ich so schnell wie möglich die an den Herren Fußball ranführe. Aber ja, einfach eine solide Saison spielen, ja, ohne Vorgabe. Ohne Vorgabe. Trotzdem, wenn man sieht, Würzburg, Augsburg, also 2 Bayern, 2 Fürth, 2 Bayreuth mit Marek Mintal, da habt ihr jetzt ein Testspiel gehabt, langer Weg fährt er auch. Das sind schon spannende Spiele. Und wie muss ich mir das immer vorstellen? Also sagst, unerfahren junge Talente und in vielen anderen Vereinen sind ja über 30-Jährige auch dabei. Was macht es so besonders oder was so schwer auch, da anzukommen? Ist ja, die Wettkampfhärte? Ja, auch mit. Klar, die Jungs kommen gerade aus der U19. Und wenn du gegen einen 30-Jährigen spielst, dann sind sie natürlich körperlich schon viel weiter. Und sie müssen einfach die Härte dann auch annehmen. Ja, weil wenn sie das nicht schnell auf die Reihe kriegen, dann werden wir in den Spielen dann schnell auch abgekocht. Ja, oder da wird der Respekt vielleicht dann zu groß, zu schnell zu groß. Ja, und das ist letztendlich irgendwo dann auch meine Arbeit, die Jungs dann auch darauf vorzubereiten. Auch die Erfahrung weiterzugeben. Du hast mit dem Club, glaube ich, alles durchgemacht, mit deinen Stationen Bremen und dann Monaco auch. Aufstiege, Abstiege, Pokalsieg, wir haben es ja schon mitbekommen. Gibt es da den einen oder anderen Spieler, der irgendwie noch sagt, Andi oder Herr Trainer, ich weiß nicht, wie Sie dich ansprechen müssen, erzähl mal von damals, wie es da so war. Oder gibt es sowas noch? Naja, klar, die Jungs kommen und fragen schon, Trainer, wie kann ich mich verbessern oder was kann ich noch machen? Das ist normal. Ja, und dann versuche ich natürlich, denen auch die Antwort zu geben. Und ich hoffe auch, dass ich sie dann auch weiterbringe. Ja, aber ist auch schön, wenn du selber Spieler warst und die Jungs kommen zu dir, die hören natürlich auch sehr aufmerksam zu. Was bist du für ein Trainer und wäre der Spieler Andi Wolf mit dem Trainer Andi Wolf gut zusammen? Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot und Peitsche? Ist das wichtig, dass man? Ich finde schon. Ja, ich bin ein sehr zugänglicher Trainer. Jeder kann zu mir kommen. Die Tür steht immer auf. Mir ist einfach wichtig, dass wir untereinander oder miteinander sehr ehrlich umgehen. Und ja, geschenkt wird keinem was. Jeder muss sich das auch alles hart erarbeiten. Man muss ja sagen, man muss auch irgendwann mal harte Entscheidungen treffen. Man sagt, egal ob in der U19 oder in der U23, es langt halt einfach nicht. Wie sind da die Gespräche? Das geht einem dann schon wahrscheinlich nahe. Ja, natürlich. Wenn Traum zerplatzt. Letztes Jahr, ja, ich arbeite mit den Jungs 2 Jahre zusammen und dann musst du einem sagen, es reicht nicht, wir übernehmen dich nicht. Und das trifft dich auch selber, ne? Weil es ist natürlich kein schönes Gespräch, aber es gehört halt auch mit dazu und letztendlich mache ich ja meine Erfahrung in dem Moment ja auch. Über die handelnden Personen haben wir schon gesprochen. Einen möchte ich noch mit reinziehen, weil den hören wir jetzt gleich. Michael Wiesinger. Mhm. Man hat so das Gefühl, seitdem der NLZ-Leiter ist, ist Ruhe eingekehrt, versucht auch ehemalige Profis mit einzubauen, was glaube ich auch ganz wichtig ist. Sie können aus ihrer Erfahrung viel erzählen. Wie ist da täglicher Austausch oder man trifft sich? Speziell? Man sieht sich und trifft sich eigentlich täglich, man tauscht sich aus täglich und die Zusammenarbeit ist super. Wir haben ein super Team mittlerweile und ich muss sagen, also so eine Stimmung im NLZ haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Und jetzt wollen wir den NLZ-Leiter noch hören, Michael Wiesinger im Gespräch mit Jennifer Ries. Hier, glaube ich, muss immer eine gewisse Identität vorhanden sein und ich finde, die kann man am besten transportieren über Spieler, die natürlich ihre Geschichte gemacht haben. Und so ein Andi Wolf ist ein Klassiker. Die Entscheidung hat ein bisschen gedauert, weil wir natürlich nicht wussten, was mit Christian Fehl passiert. Von daher war ich erstmal froh, dass ich intern echt gute Leute hier habe, mit denen man natürlich sowas auch ein bisschen vorschieben kann. Und man kann eigentlich einfach offen sein und dann zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung treffen. Und so war es dann beim Andi Wolf auch. Würdest du aber sagen, dass gerade so, dass jetzt immer mehr Berater in den Markt kommen, auch so ein bisschen an den Vereinen liegt, weil die einfach die Spieler im immer jüngeren Alter verpflichten? Machen wir nicht. Also ich kriege die Meldungen natürlich mit. Also wir sind jetzt nicht in der Kategorie unterwegs, sondern wir versuchen natürlich regional Top-Talente frühzeitig an uns zu binden. Das heißt aber nicht binden in Form von Verträgen, sondern zu binden, indem wir die einfach überzeugen. Indem wir einfach losziehen und sagen, hey, komm zum 1. FC Nürnberg, hier kriegst du eine gute Ausbildung, hier wirst du ein guter Fußballer, hier wirst du als Mensch auch erzogen, ausgebildet, das ist ja auch nicht so unwichtig.
Und wir hoffen natürlich, dass wir ganz, ganz viele, viele Spieler schon ab der U9, U10 bis in die U19 oder auch in die U23 bekommen. Das ist das Ziel. Das steht eigentlich über allem. Mit Nene Brown und Can Usun sind auch zwei Spieler dabei, die jetzt auch im Saisonfinale, auf die Dieter Hecking auch im Saisonfinale gesetzt hat. Wie stolz bist du denn auf die Arbeit? Noch stolzer bin ich darauf, dass wir Eigengewächse haben, die letztendlich in diese Kategorie fallen. Und so Nene Brown, Can Usun, um jetzt zwei zu nennen, ja, das machen wir immer ungern im Nachwuchs, irgendwie mal rauszuheben. Aber das sind einfach von uns ausgebildete Spieler und das ist das Besondere. Was nehmt ihr euch jetzt für die kommende Saison vor? Gibt es da so Kriterien, an denen man dann am Ende sagen kann, ja, das war eine erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Saison? Also beim 1. FC Nürnberg musst du immer wissen, egal in welcher Mannschaft du spielst, am Ende des Tages guckt man auf die Tabelle. Also ich weiß nicht, da brauche ich ja nichts schönreden. Klar sagen wir, klar, wichtiger Faktor, oberste Prämisse ist, wie bilden wir Spieler aus? Klar, jeder Trainer, der hier sitzt, das muss das Ziel sein, Spieler besser zu machen, um letztendlich Talente zu entwickeln, die bei uns optimalerweise mal in der ersten Mannschaft spielen. Aber ich war selber hier Trainer, ich war in der U23 Trainer beim Club. Wenn du drei Spiele verlierst, ja, dann wird der Erste schon fragen, was ist denn bei dir los? Also von daher versuchen wir, das gesamte Paket so zu schnüren, dass wir mal sagen, natürlich musst du auch hier an Erfolge denken beim Club, wir wollen gewinnen. Also, der Chef sagt, wir wollen gewinnen, hat die ein bisschen Druck, oder? Ja, das macht er regelmäßig. Ja, okay. Druck aufbauen. Also, du bist es gewohnt. Start ist erstes Spiel, 22. Juli gegen Filzing. Ja. Was rechnet ihr euch da aus? Gut, was rechnet man sich da aus? Klar wollen wir das Spiel positiv gestalten und wir tun jetzt alles dafür, die letzten zwei Wochen der Vorbereitung, dass wir das Spiel auch gewinnen. Du kennst das Thema. Seit Jahren wird auch über das neue Stadion, Stadionumbau, Stadionneubau spekuliert. Letzte Woche kam die Machbarkeitsstudie raus. Du hast viel Tränen da gelassen im Max-Morlock-Stadion mit Aufstiegen, Abstiegen. Ist es trotzdem an der Zeit, dass da was passieren muss, um irgendwann mal konkurrenzfähig zu sein und irgendwann mal wieder an die erste Liga zu denken? Von meiner Meinung her ist es schon längst überfällig und schön, dass es machbar ist. Ja, und ich hoffe, dass wir das auch umsetzen können. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, wann die Entscheidung dann fällt letztendlich, Ende des Jahres vielleicht. Und ja, wir brauchen ein neues Stadion. Auf jeden Fall. Das ist eine klare Aussage. Wir hören uns die Machbarkeitsstudie mal an, was da der Plan ist und vor allem, was es kostet, weil das wird der Kasus Knackpunkt sein in dem ganzen Projekt. Immanuel Geis und sein Team haben sich die letzten 7 Monate intensiv mit dem Areal rund um den Dutzenteich und dem Herzstück, dem Stadion, beschäftigt. Heute haben sie die Ideallösung vorgestellt, wie das Areal umgestaltet werden kann. Wir haben das Perspektivszenario Campus Sport genannt, wo man sagen kann, das Stadion wird am jetzigen Standort umgebaut, wo es ist, und drumherum wird ein Stadtquartier entwickelt, welches Potenzial hat für den Breitensport, für den Spitzensport, für die Gesellschaft und auch vielleicht Lösungen anbieten kann, wie man mit der Arena in Nürnberg umgehen kann, falls die irgendwann in der Zukunft auch nochmal weitergedacht werden muss. Konkret würde das bedeuten, dass das Stadion zum reinen Fußballstadion umgebaut wird und auf der angrenzenden Fläche ein neues, kleineres Stadion entsteht, das für Leichtathletik-Events genutzt werden kann. Aber auch die Nürnberg Rams und die Clubfrauen können dort ihr neues Zuhause finden. Außerdem soll es mehr Eisflächen geben, weil auch da dringend Bedarf besteht. Als nächstes stimmt aber erstmal der Stadtrat am 29. Juli ab. Im Stadtrat wird in der übernächsten Woche diese Machbarkeitsstudie vorgestellt, als Bericht vorgestellt. Und ich will aber gleichzeitig Beschlüsse dazu in der Form, dass eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird für die Finanzen, dass das Projektteam bestehen bleibt. Also das heißt, wir wollen weiter arbeiten, wir wollen die Maßnahmen konkretisieren. Wenn der Stadtrat das Konzept unterstützt, wird eine Projektgruppe gebildet, die gemeinsam mit städtischen und privaten Partnern sowie dem FCN ein Finanzierungskonzept erstellt. Die Kosten für einen Campus Sport würden sich nach ersten Schätzungen auf rund 200 Millionen Euro belaufen. Das wird sicherlich mit die größte Herausforderung sein. Es ist relativ klar, es wird weder der 1. FC Nürnberg alleine schaffen, noch die Stadt Nürnberg, noch die beiden zusammen. Wir werden den Freistaat Bayern brauchen. Und wenn es am Schluss in Anführungszeichen nur die Bürgschaft ist, wir brauchen Investorinnen und Investoren. Wir müssen also deutlich machen, dass es ein attraktives Projekt der Zukunft ist, um Investoren zu gewinnen. Für Immanuel Geis hat das Areal Dutzenteich und das Stadion großes Potenzial und könnte einmalig in Deutschland werden. Also ich sehe ein sehr großes Potenzial. Also ich kenne das aus anderen Städten. Ich habe Städte wie
im Impfepark Berlin beraten, ich habe im Impfepark München, kenne ich sehr gut, ich kenne Frankfurt sehr gut, was die Stadt und dort den Sport angeht. Ich glaube, mit so einem Areal hat man eine große Chance, das Thema Breitensport, gesellschaftlichen Mehrwert durch Sport, Inklusion, Integration durch Sport zu fördern. Noch ist nichts entschieden und somit bleibt auch die Zukunft des Max-Morlock-Stadions weiter offen. Bleibt das Stadion, wie es ist, oder wird es umgebaut? Diese Frage wird uns auch in Zukunft weiter beschäftigen. Ja, das ist auf jeden Fall sicher. Andi, zum Abschluss der Sendung gibt es noch Cornhole. Du darfst wählen zwischen Schwarz oder Weiß? Schwarz. Schwarz. Dann Rechts- oder Linkshänder? Rechts. Dann darfst du mit links werfen. Was? Ja. Treffer, 3 Punkte, drauf 1 Punkt, daneben 0 Punkte und es geht los. 10 Punkte ist, glaube ich, der Rekord. Das ist einer. Auch noch einer, das sind nur 2. Na. 3, du kannst sie ja noch mit versenken. Einer drinnen, 6 Punkte, das ist nicht schlecht. Andi Wolf. Bei Ewigen. Ein Autogramm bitte und die Punktzahl. Ich glaube, 6 ist. Was waren 6? 6 Punkte, ja. Und dann darfst du dich wieder hinsetzen, Andi. Ich sage vielen, vielen Dank für deinen Besuch im Studio, für die Einblicke ins NLZ. Ich wünsche dir für die ersten Schritte dann auch alles, alles Gute für den Saisonstart, dass ein Sieg rausspringt. Und das war die Toto-Sportkabine für heute. Wir sagen noch Tschüss und Servus. Elronic für fachgerechte Elektroinstallationen aller Art. Rund um die Energie- und Gebäudetechnik begleiten wir Ihr Bauprojekt mit Beratung, Planung und Realisierung aus einer Hand. Neubau, Modernisierung, Altbausanierung. Wir bieten energieeffiziente Lösungen auf dem aktuellsten Stand der Technik. Profitieren Sie von unserem Know-how, Spitzenqualität und bestem Service. Elronic. Kompetenz mit Tradition. Auto Kraus. Ihr Renault- und Dacia-Partner in Fürth. Seit mehr als 20 Jahren. Individuelle Beratung, ob Neuwagen, Gebrauchter oder Kundendienst. Autokauf ist Vertrauenssache. Wir begeistern Sie gern. Persönlich und kompetent. Erleben Sie die aktuellen Modelle von Renault und besten Service. Wir sind für Sie da. Auto Kraus in Fürth. Schwabacher Straße 331. Lesen ist nie für die Katz. Das ist in der Buchhandlung Jungkunst seit 31 Jahren Programm. Bei uns erwartet Sie ein großes Sortiment an Romanen, Kinderbüchern und Sachliteratur. Außerdem eine persönliche Beratung und spannende Veranstaltungen rund um das Thema Lesen. Besuchen Sie uns gerne in der Friedrichstraße 3 in Fürth oder unseren Onlineshop. Keine Lust mehr auf Ihr altes Bad? Die Firma Reha aus Nürnberg hat ein tolles Angebot für Sie. Die komplette Sanierung Ihres kleinen Stadtbades in kürzester Zeit. Währenddessen steht ein mobiles Ersatzbad für Sie zur Verfügung. Das alles gibt es zum Festpreis. Schweidler Immobilien, der Immobilienprofi rund um Nürnberg. Wir sind Ihr starker Partner in allen Belangen, egal ob Vermietung oder Verkauf. Sie wollen wissen, was Ihre Immobilie wert ist oder haben andere Fragen? Rufen Sie uns an. Kostenfrei und unverbindlich. Schweidler Immobilien, das Original. Expert Tefi. Über 40 Jahre deine Nummer 1 bei Hausgeräten. Top Beratung. Hervorragender Service. Lieferung und Montage durch unsere eigenen Service-Profis. Deine Hausgeräte-Experten. Zweimal in Nürnberg. Über mich ist ja oft viel Schmarrn erzählt worden. Ich war halt als Fußballer schon keine Aussage. Bevor ich irgendwo mitmache, will ich es genau wissen. Vor allem bei einem so wichtigen Thema wie der Darmkrebsvorsorge. Ich habe mich schlau gemacht. Und wissen Sie was? Es gibt eine echte Chance gegen den Gegner Darmkrebs. Man muss halt nur zur Vorsorge gehen. Dann mache ich dir sofort einen Termin. Und du gehst gleich mit. Wer seinen Partner liebt, schickt ihn zur Darmkrebsvorsorge. Denn schon nach 20 Minuten haben Sie wieder Zeit für die schönen Dinge des Lebens.